Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und dieses Mal wieder Mystische Orte Teil 5. Wir fahren in das kleine Städtchen Blaubeuren, 16 Kilometer westlich von Ulm. Im Norden der Stadt Blaustein, und zwar direkt unterhalb der Schwäbischen Alb, liegt der Blautopf. Der Blautopf ist nichts anderes wie eine große Quelle, die aus verschiedenen Höhlensystemen Karstwasser ausfließt. Die Quelle ist die zweitstärkste, also mit dem meisten Wasser in Verbindung tretende Quelle in ganz Deutschland. Im Vordergrund sehen wir das Blautopf-Café und im Hintergrund die Mühle mit der Hammerschmiede. Und hier ist sie, die Statue von der schönen Lau vom Blautopf, Tochter einer Menschenfrau und eines Donaunix. Die schöne Nixe wurde von ihrem Gemahl in den Blautopf verbannt, da sie ihm nur tote Kinder geboren hat. Viele Mythen und Sagen, genauso Märchen, verbindet sich hier mit der schönen Lau, mit der Nixe aus dem Blautopf. Früher hatten die Leute Angst. Sie wussten nicht, wie tief das Loch hier ist und versuchten es immer mit Blei auszuloten. Jedoch die schöne Lau hätte unten das Blei immer wieder vereitelt. Somit konnte man nie die Tiefe feststellen. Hier gibt es noch einen besonderen Zungenbrecher auf Schwäbisch über dieses Blei. Sleit a kletzle Blei, Glei Blei Blaubeira. Glei Blei Blaubeira, leit a kletzle Blei. Das heißt auf Hochdeutsch, es liegt ein Klötzchen Blei bei Blaubeiren. Bei Blaubeuren liegt ein Klötzchen Blei. Die Verbannung der schönen Lau hier in den Blautopf sollte aufgehoben werden, wenn sie 5-mal von Herzen lachen würde. So geschah es und sie lachte. Der Donaunix kam geschwommen und überschwemmte den Blautopf. Und danach nahm er sie wieder mit in die Donau. Soweit die Sage. Heute weiß man, der Donautopf ist 21 Meter tief und geht weiter runter über Höhlensysteme. Und in der Breite misst er ungefähr 40 Meter. Früher wurde den Kindern erklärt, warum das Wasser so blau war, dass man tagtäglich ein Fass Tinte hier hineinschüttete. So, und da habe ich meine neue Kamera, mit der ich ganz tolle Filmaufnahmen machen kann. Die Insta360 One X2. Auch schöne Zeitraffer sind hier möglich, mit einem leichten Schwenk. Warum ist das Wasser im Blautopf so blau? Aufgrund der Klarheit des Wassers und seinem hohen Kalkgehalt wird das Licht millionenfach an kleinsten Kalkpartikeln gestreut. Und das lässt die Quelle leuchtend blau erscheinen. Wir waren hier am Samstag, den 13. März, und machten einen kleinen Rundgang um den Blautopf, entlang auch dem Fluss Blau. Jetzt im März ist es nicht ganz so schön hier. Besser wäre es Ende April, Anfang Mai, wenn alles grünt und blüht. Ich war hier schon mal, und zwar war das vor 2 Jahren im April. Ende April, Anfang Mai. Ja, und jetzt sehen die Farben ganz anders aus. Alles hier schön in grün. So, und langsam geht es auch dem Ende wieder zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein 5. Teil über mystische Orte. Hier noch ein paar schöne Fotos, Impressionen vom Blautopf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dann, euer Markus Heine.